Ja, moin. Nicht zu hören? Ja! Mein Name ist Anthony Lee und ich habe die Schnauze voll. Ja! Und ich will euch sagen, warum. Ich will nicht wiederholen, was alle Redner vor mir gesagt haben. Das war alles komplett richtig. Wir haben einen Punkt vergessen. Ich bin 47 Jahre alt. Ich habe die Ausbildung als Kfz-Mechaniker begonnen. Ich war dann 8 Jahre falsche Jäger und Panzerretter, die Unteroffizier bei der Bundeswehr, habe dann mein Abitur nachgemacht, bin zur Polizei gegangen und habe dann der Liebe wegen den Weg in die Landwirtschaft gefunden. Habe 2012 die Ausbildung zum Landwirt nachgeholt, im staatlichen Club der Landwirt. Und ich habe die Schnauze voll als Familienvater von 3 Kindern, der ganz genau weiß, welches Geschlecht diese Kinder haben, dass eine Regierung mir und meiner Frau erzählen wir, will, wie wir unsere Kinder zu erziehen haben, wie wir zu wirtschaften haben, wie wir zu leben haben, was wir essen sollen. Und es reicht, dass dieser Staat so übergriffig ist und uns erzählen will, wie wir zu leben haben. Ich habe die Schnauze voll! Wir haben hier so tolle Redner gehabt und ich habe Uwe, unserem Fleischermeister, gerade ganz genau zugehört. Wir leben momentan in Zeiten, wo es anscheinend total cool ist, nicht zu arbeiten, nicht zu leisten für die Gesellschaft und einfach sich auf den Staat zu verlassen. Und 18 Millionen, wenn es überhaupt noch so viele sind, bezahlen für diese Scheiße. Das geht nicht mehr! Dieser Staat! Diese Regierung hat im letzten Jahr 61 Milliarden Euro ins Ausland verschenkt. Ich habe vor einer Woche ein Video darüber gemacht, nach einer CDU-Anfrage im Bundestag. Da steht genau drauf, wofür wir Geld ins Ausland verschoben haben, als angebliche Entwicklungshilfe. Das ist eine Frechheit. Ich bin wirklich bereit, armen Menschen zu helfen. Ich bin ein sozial eingestellter Mensch. Und ich bin wirklich dafür, dass wir Ländern unter die Arme greifen, die in Scheißsituationen leben, weil sie von einer beschissenen Regierung regiert werden. Das ist vollkommen richtig, Entwicklungshilfe zu leisten. Aber wir müssen diesen Leuten nicht eine Solaranlage in Afrika aufs Dach packen, sondern diese Menschen wollen Bildung. Die Frauen in Afrika, wisst ihr, was sie wollen? Die wollen rechnen lernen, damit sie von den Männern und dem Staat nicht verarscht werden. Das müssen wir machen, das ist Entwicklungshilfe. Und es kann nicht sein, dass wir, wie vorhin gesagt haben, Ländern, die zum Mond fliegen, 10 Milliarden Euro bis 2030 überweisen, nämlich an Indien oder immer noch Entwicklungshilfe, an China bezahlen. China haut in einer Woche so viel CO2 aus wie in den nächsten 20 Jahren. Es ist doch ein Witz. Warum ist das ein Entwicklungsland, obwohl sie uns überholt haben, weil sie sich nicht an das 1,5-Grad-Ziel in Paris halten wollen. Und wir sollen das machen, wir sollen unsere Wirtschaft opfern, wir sollen unseren Lebensstil, den wir lieben, opfern. Warum denn? Um das Klima zu retten? Ich bin der Letzte gegen Umweltschutz. Wie uns muss keiner erzählen, uns muss niemand erzählen, dass sich das Klima verändert. Das sehen wir auf den Feldern selber. Und keiner leugnet das Klima, aber das kann man nicht leugnen. Die Frage ist doch nur, sind wir bereit, uns zu opfern dafür, dass wir einen Beitrag leisten, der überhaupt nicht messbar ist? Das ist abenteuerlich, sowas. Und das können wir nicht zulassen. Und das Schlimmste an der ganzen Nummer ist ja allen Ernstes, dass man uns jetzt, das war das beste Beispiel für mich, uns belastet bei einer Klimasteuer oder dass wir CO2-Zertifikate kaufen wollen in Zukunft in der Landwirtschaft. Wer speichert denn CO2? Das Startup in Berlin? Ich lache mich kaputt. Die Land- und Forstwirtschaft, wer denn sonst? Statt das zu fördern, statt man sagt, gerade eine Regierung mit grüner Beteiligung, die jetzt dafür sorgt, dass die heimische Landwirtschaft ausblutet, dass die Wirtschaft ausblutet, abwandert in die USA, wo es überhaupt keine CO2-Bilanzen zu steuern gibt, keine CO2-Bilanzen, da kann keine Entflut in den USA, weil die so einen Scheiß gar nicht haben. Da zahlt doch keiner für Luft. Das ist lächerlich. Wir schaffen uns hier ab. Für was denn?
damit woanders noch mehr CO2 rausgepustet wird. Normalerweise muss die Klimakleber hier auf der Bühne stehen und an unserer Seite sein. Es ist abenteuerlich, dass man uns hier abwickelt. Und gerade die Landwirtschaft, es ist doch nicht mehr normal. Wir haben es doch gesehen, es braucht ein Schiff im Suezkanal, was 2 Tage quer steht. Die Welt steht still. Die Apotheker haben momentan kaum noch die billigsten, normalsten Medikamente da. Wir vor 25 Jahren war Europa die Apotheke der Welt. Jetzt sind wir abhängig von China und von Indien, dass wir die normalsten Medikamente haben. Wo sind wir denn? Die Textilindustrie ist weg. Alles andere wandert hier gerade ab, weil wir von Leuten regiert werden, die pure Ideologen sind. Die werden doch bezahlt. Von wem werden die bezahlt? Follow the money, folge dem Geld, dann siehst du genau, wer denen ihren Schwachsinn in den Kopf setzt. Da sitzen NGOs, die ihnen sagen, wie sie was zu machen haben. Wir sind hier komplett unpolitisch. Nur komplett, das muss ich jetzt ganz klar betonen. Wir von LSV, wir vom Bauernverband, alle anderen Verbände, die freien Bauern, ABL, stehen alle geschlossen jetzt. Das gab's noch nie. Dirk, du kannst es bestätigen. Du bist dein Leben lang ein Landwirt. Ich habe das noch nicht erlebt. Wir stehen so geschlossen, wie man nur stehen kann. Aber wir brauchen euch an unserer Seite, damit wir zu einer Politik zurückkehren mit klarem, gesundem Menschenverstand. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein, dass man irgendjemanden da hat, der halbwegs denken kann. Und nicht nur von der Tapete bis zur Wand, sondern vielleicht auch mal ein bisschen weiter. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, und Herr Ruckwied hat das gestern im Heute-Journal nochmal gesagt, wir sind doch jetzt nicht allen Ernstes auf die Straße gegangen für ein paar Euro mehr. Wir gehen auf die Straße, damit wir weiterhin euch mit dem wichtigsten Gut auf dieser Welt versorgen können. Lebensmittel, da steckt doch der Begriff Leben mit drin. Das ist doch unvorstellbar. Wir haben doch dafür gesorgt, dass dieses Land seit fast 80 Jahren nicht mehr im Krieg war. Wir sorgen doch dafür, dass jeder sich was zu essen leisten kann. Ich hab's gesagt, ich bin ein total sozial eingestellter Mensch. Jeder, der, ich habe heute Frau im Rollstuhl gesehen, mein Gott, ich weiß gar nicht, was für ein Schicksal die hat. Natürlich müssen wir dieser Frau helfen, natürlich müssen wir Menschen helfen, die unverschuldet in Armut oder in Elend geraten sind. Das ist doch ein Sozialstaat. Aber dafür brauchen wir eine Marktwirtschaft, wo das Soziale wieder drin ist. Wir haben doch momentan eine Marktwirtschaft, wo das Soziale komplett weg ist. Das ist doch unglaublich. Und deswegen geht es nicht darum, irgendjemand anderen auszugrenzen oder wie immer Galaktisch das Bürgergeld zu kürzen oder wegzustreichen. Darum geht es mir gar nicht. Aber wir müssen doch dafür zusehen, dass Leute wieder in Arbeit kommen, dass Leute von dem Gehalt leben können. Es kann doch nicht sein, dass jemand sein Leben lang gearbeitet hat und dann allen Ernstes noch sich irgendwo einschreiben muss, dass er noch Unterstützung bekommt. Das ist ein Skandal in Deutschland. Das darf sich geben. Und deswegen muss sich Arbeit wieder lohnen. Aber wir müssen auch wirklich dafür sorgen, dass alle Menschen hier arbeiten. Auch Leute, die hier neu ins Land kommen, die müssen auch arbeiten. Die wollen wahrscheinlich sogar auch arbeiten, aber dann lasst sie auch arbeiten. Ich will das hier auch gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Mir geht es nur darum, dass diese Protestbewegung, die jetzt gestartet wurde von den Landwirten, dass wir alle geschlossen dahinter stehen, was am Ende dabei herauskommt. Das ist nicht meine Entscheidung, das ist nicht unsere Entscheidung, das entscheiden wir alle an der Wahlurne. Aber ich kann es nicht mehr hören, dass man uns sagt, ja jetzt ist aber keine Zeit für Neuwahlen. Wenn über 80% mit dieser Ampelpolitik unzufrieden ist, ja was soll denn noch demokratischer sein, als diese, dass die sich nochmal zur Wahl stellen? Das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen, wenn es zu Neuwahlen kommt, oder aber, wenn das Kabinett, sollte die Ampel irgendwann mal wieder auf den Weg der Vernunft zurückkehren, falls sie jemals dort waren, dann ist mir das auch egal. Aber ich will jetzt eine Politik haben, wo wir eine Perspektive haben. Der Chef der Volksbank hat es doch hier gerade gesagt. Es kann doch nicht sein, dass du als Unternehmer dich nicht mehr auf irgendwas verlassen kannst. Jetzt kommt die Regierung an und will uns unsere Dieselvergütung rückwirkend. Rückwirkend wollten die das ja allen Ernstes einkassieren. Oder jemand, der ein E-Auto bestellt hat. Ja, nur weil er den anderen nicht bestellt hat. Der bleibt auf der Kohle sitzen. Unternehmen haben investiert und haben sie ihre Politik verlassen. Und das wichtigste Gut eines Politikers ist doch Vertrauen. Wenn du kein Vertrauen mehr hast als Unternehmer und du brauchst ein Vertrauen, damit du investierst, weil der Chef hat es ja gerade gesagt hier, wir investieren in Ställe für 20, 30 Jahre.
Und wenn du die mal auf morgen verlassen kannst von der Politik, ja, dann musst du weg. Was denn sonst? Und deswegen kann ich euch nur bitten, ich kann euch nur bitten, motiviert andere auf die Straße zu kommen. Das ist unser gutes Recht. Wir gehen jetzt die nächsten Tage, so lange, die nächsten Wochen, so lange es dauert, friedlich auf die Straße. Und das ist auch wirklich unser gutes Recht. Die Polizei ist hier und schützt diese Veranstaltung. Die hat auch, wenn wir eine Veranstaltung angemeldet haben oder eine Spontan-Demo, dann sind die auch bereit. Überall im Land, wir haben es gerade vorhin gehört von meinem Berufskollegen, in München 5500 Schlepper, in Sachsen, überall, überall sind so die nächsten Bauern. Ich, wenn ihr die Bilder seht, ich komm ja gar nicht mehr zum Schlafen, weil ich mir hier die Bilder angucke. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier gerade los ist. Unternehmer sind dabei, normale Leute. Ich war heute, wir haben die A2 zugemacht, komplett beide Seiten, die Kreuzung, überall kamen sie raus. Die Leute kamen allen Ernstes, mit der Schüttkarre kam einer an, mit Brötchen, ich dachte, ich spinne. Unglaublich, weil die Leute auch die Schnauze voll haben. Wer ist hier nicht Landwirt? Die Hände hoch. So, das ist doch mehr als die Hälfte. Danke, dass ihr da seid und deswegen motiviert andere rauszukommen. Wir müssen eine